Einen wunderschönen guten Abend an Sie alle. Mein Name ist Stefan Bichler. Ich bin Vizerektor für Forschung an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und ich darf Sie alle willkommen heißen zur heutigen Ausgabe unserer Veranstaltungsreihe WU Matters, WU Talks zum Thema Die Macht der Sprache, die Macht der Sprachen auf Spurensuche in Wirtschaft und Kultur. Und das Ganze ist eine Public Lecture des Departments für fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation. Und in meiner Funktion als für Wissenschaftskommunikation zuständiger Vizerektor ist es immer eine besondere Freude, bei vom eigenen Forschungsfach etwas ferner liegenden Departments auch die Begrüßung machen zu können, weil da erwartet niemand von mir, dass ich also fachbezogen weise Inhalte von mir gebe, aber was ich darf, ist also vor größerem Publikum alltagsphilosophisch zu dilettieren, was ich heute natürlich beim Thema Sprache mit besonderer Freude machen werde. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Das hat Ludwig Wittgenstein in seinem Tractatus formuliert, womit uns zunächst einmal sagt, dass Sprache unser zentrales Verständigungsmedium ist, aber auch unser zentrales Medium, um überhaupt zu denken, um Gedanken fassen zu können und menschliche und ein bisschen auch die innermenschliche Kommunikation, wenn man Denken so bezeichnen darf, realisiert sich in und durch die Sprache, sei es jetzt in persönlichen Gesprächen über schriftliche Medien, und wir haben ja schon eine neue Dimension dazu gewonnen, auch virtuell im Netz, in den sogenannten sozialen Medien. Und klar ist auch, dass Sprache dabei stets mehr leistet, als nur rein Informationen zu vermitteln. Sprache oder Kommunikation gestaltet auch Beziehungen, es werden institutionelle und kulturelle Identitäten geschaffen, und es geht letztlich auch um die Beeinflussung der Wahrnehmung von Sachverhalten, ob das jetzt im sogenannten täglichen Leben ist, bis hin auch natürlich zur Wissenschaft. Und das alles macht Sprache und Sprachen und deren Beherrschung zu einem besonders wirkungsvollen Werkzeug, sowohl im Alltag als auch in der Fach- und Wirtschaftskommunikation und vor allem, wenn es um fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation geht, auch über kulturelle Grenzen hinweg. Und diese Aussagen gelten natürlich auch für unsere Erstsprache. Aber wenn wir nicht gerade Wittgenstein lesen, wird uns dieser Umstand sehr häufig vorrangig dann bewusst, wenn wir freiwillig und unfreiwillig in einer Fremdsprache kommunizieren müssen. Also jedes Mal, wenn ich den Eröffnungsbeitrag bei so einer Veranstaltung in Englisch halten darf, dann werden auch wieder die Grenzen meiner Welt mir aufgezeigt. Und man spürt es, dass man irgendwie nicht so weit und so frei ist als in der eigentlichen Erstsprache. Und genau aus diesem Spannungsfeld heraus kann man auch verstehen, dass die Forschung des Departments für fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation einer besonders international ausgerichteten WU eine ganz, ganz wichtige und vor allem eine zentrale Rolle spielt, weil letztlich jede wirtschaftliche Transaktion, jede soziale Interaktion, mit der sich ja die Sozialwissenschaften beschäftigen, und am Ende auch, wenn man unseren Nebenberuf als Forscher und Forscherinnen betrachtet, auch jede Forschungsaktivität sich der Macht einer Sprache bedient. Ja, es findet aber auch innerhalb der Grenzen der jeweiligen Sprache statt, und das jetzt nicht nur in der eigenen Erstsprache, sondern in vermehrtem Ausmaß auch in einer Fremdsprache. Und im Rahmen der beiden heutigen Vorträge werden wir an verschiedenen Beispielen sehen, ob das jetzt das persönliche Gespräch ist, die sogenannte Face-to-Face-Kommunikation, Beispiele aus Massenmedien, Werbung, PR, welche Macht von Sprachen ausgeht und wie sie in der Wirtschaft, durch die Wirtschaft auch genützt, in manchen Fällen auch ausgenützt wird. Und da freut es mich ganz besonders, zwei wirklich hochrangige Vortragende begrüßen
zu dürfen, Professor Gerlinde Mautner vom Institut für englische Wirtschaftskommunikation und Frau Professor Nadine Thielemann vom Institut für slawische Sprachen an der WU. Zunächst einmal herzlichen Dank für die Bereitschaft, hier mitzuwirken. Und vielleicht noch einmal zurückzukommen auf die philosophische Komponente des heutigen Abends. Von der Macht der Sprache spricht ja auch schon die Genesis. Ja, also zurück zu der very first point, also zur Schöpfungsgeschichte. Und schon im dritten Vers, ich habe das heute wirklich abgezählt in Wikipedia, logischerweise, ne? Habe jetzt offengelegt, dass keine Bibel auf meinem Schreibtisch steht. Und Gott sprach, es werde Licht. Und dann geht es spannenderweise weiter, immer mit Gott sprach. Und dann entstanden Himmel, Land, Meer, Pflanzen, Tag und Nacht, Tiere, Menschen, alles, was kriecht und fliegt. Aber immer mit der Macht der Sprache. Also für alle Betriebswirte, Betriebswirtinnen im Raum, ja, schlechte Nachricht, es steht nicht, und Gott managte. Und es wurde Tag und es wurde Nacht, oder auch für die Techniker, Technikerinnen, ja, nicht Gott konstruierte, ja, sondern er sprach und es wurde. Also diese Macht der Sprache findet sich hier, und vielleicht noch eine bekanntere Bibelstelle ist ja der Beginn des Johannesevangeliums, wo ja auch die Schöpfungsgeschichte gezeigt wird, wo im allerersten Vers schon steht, in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Also am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Wo im griechischen Originaltext sogar das berühmte Logos steht. Ja? Wo man viel drüber reden kann, meint man Wort im Sinn von Sprache oder Teil der Sprache, oder ist es übergeordnet auch Sinn oder gar Vernunft, was damit gemeint wird, wo sich wieder der Kreis zu Wittgenstein schließt. Das heißt, die Sprache hat Macht über uns und die Welt, und wir sollten uns fragen, ob wir nicht einer oder gar mehrere Sprachen wirklich mächtig sind, also ob wir mit dieser Sprache wirklich ausreichend umgehen können, und vor allem, wie sich diese Fragen auf Tätigkeiten des Wirtschaftens, auf soziale Interaktion im Allgemeinen auswirken können, wobei wir wieder beim Vortragsthema werden. Aber nicht nur die Schöpfungsgeschichte hat einen Anfang, sondern auch diese Veranstaltung, Sie werden sich denken, hoffentlich, und den Anfang unserer Veranstaltung wird als Moderator des heutigen Abends Professor Martin Stegu vom Institut für romanische Sprachen machen, der dann auch die anschließende Podiumsdiskussion moderieren wird. Ich darf jetzt abschließend sagen, in principio erat Martin Stegu, und ich wünsche uns allen eine spannende Veranstaltung. Lieber Herr Vizerektor, lieber Stefan, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätztes Publikum, sehr geehrte Damen und Herren, ich sollte eigentlich hier Eröffnungsworte sprechen, die Eröffnungsworte unseres Departments sozusagen, aber du hast schon so weise gesprochen, ich könnte fast sagen, wir haben alle schon gehört, was zu sagen ist, wir können nach Hause gehen. Aber so einfach machen sie uns nun doch nicht. Ich bin also jedenfalls erstaunt, wie zahlreich doch das Publikum erschienen ist. Für einerseits interessiert sich ja jeder für Sprache und für Sprachen, aber andererseits ist es auch ein sprödes Thema, wo man also eigentlich gar nicht so viel Interesse erwarten würde. Nun, also Sprachen sind wichtig für die Wirtschaft und daher auch für Wirtschaftsstudierende. Das ist ein Leitmotiv, das es gibt, sei es die WU, die Hochschule für Welthandel, die K&K Exportakademie gibt. Ich bin im November geboren, wahrscheinlich wird Sie jetzt überraschen, dass ich über das spreche, aber es gibt einen Zusammenhang, und zwar, wenn man also im November geboren ist, also zwischen September und Dezember konnten sich die Eltern aussuchen, ob das Kind jetzt früher in die Schule geht, praktisch noch vor 6 oder später. Und ich bin also noch vor Vollendung des 6. Lebensjahres in die Volksschule gekommen, also aufgrund dieser Novembergeburt, und so hatte ich jahrelang das Privileg, in vielen Kontexten jeweils der Jüngste zu sein. Leider ändert sich das plötzlich irgendwann einmal schlagartig, und heute stehe ich nicht als Jüngster vor Ihnen, sondern, und das ist vor allem für mich erschreckend, als Zeitzeuge.
zwar nicht für die Epoche der K&K Exportakademie, aber doch als jemand, der seit 1981 mit einer gewissen Unterbrechung an der WU angestellt ist. Und so kann ich sagen, dass diese Kontinuität der Assoziation Sprachen, Fremdsprachen WU, dieses Leitmotiv, mich, uns immer begleitet hat und noch immer gilt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber genauso wahr. Es ist fast alles in der Zwischenzeit anders geworden. Einerseits die Kontextbedingungen. Die Welt ist einfach noch globalisierter, als sie es schon vor einigen Jahrzehnten war. Mehrsprachigkeit und Diversität der Kulturen sind dank Mobilität, Migration, Medien, alten und neuen, noch spürbarer und präsenter. Gleichzeitig hat Englisch als Lingua Franca, seine Position noch weiter ausbauen können. Die Macht der Sprache, die Macht der Sprachen, wir könnten allein diesem Aspekt des Titels, dem N in der Klammer, Sprache versus Sprachen, schon einen ganzen Vortrag oder eine Vortragsserie widmen. Polemisch könnten wir sagen, die Macht der Sprachen, da können wir eh das N schon ganz weglassen. Es geht ohnehin alles in Richtung English only. Die Macht der Sprache, die Macht der englischen Sprache. Aber Gott sei Dank ist es noch nicht ganz so weit und der Sprachenpluralismus lässt sich letzten Endes nicht so leicht abschaffen. Und ein uns interessierendes Forschungsfeld ist ja genau dieses, obwohl das heute vielleicht nicht ganz so im Mittelpunkt steht. Welche Sprachen sind für welche Art von wirtschaftsbezogener Aktivität wichtig und warum? Einerseits also die Kontextbedingungen, andererseits die Art und Weise, wie sich die Sprachler und Sprachlerinnen an der WU mit Sprachen auseinandergesetzt haben. Lange Zeit wurden unsere Sprachinstitute, aus denen sich dann unser Department entwickelt hat, gar nicht als reguläre universitäre Institute wahrgenommen. Sowohl extern als auch intern galten wir vor allem als Sprachschule. Ich kann mich erinnern, wie bis zum Brechen voll, fast so wie dieser Hörsaal, die im Grunde für alle frei zugänglichen AnfängerInnen Kurse waren, zunächst vor allem für Italienisch, dann immer mehr für Spanisch, bis zu 200 Studierende im Hörsaal. Die WU war während vieler Jahre eine Art Gratis-Sprachen-Volkshochschule für den Wiener Raum. Der Forschungsaspekt hingegen wurde überhaupt oder kaum wahrgenommen. Vielleicht auch, weil es nur wenig Forschung gab. Sicherlich mit Ausnahmen, ich will also hier nicht so sehr verallgemeinern. Aber ich kann mich erinnern, dass zu meinem Beginn auch die wissenschaftlichen AssistentInnenstellen nur von reinen Sprachlehrenden besetzt waren, die das alles sehr gut gemacht haben, auch den Wirtschaftsaspekt, den phänologischen Aspekt sehr gut betreut haben, aber nie an eine wissenschaftliche Karriere gedacht hatten. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich zu Beginn meiner Assistententätigkeit geradezu gemobbt worden bin, weil ich eben auch wissenschaftliche und nicht nur reine Sprachlehrambitionen hatte. Inzwischen sieht jedoch das alles viel positiver aus, das Mobbing hat recht gut mir getan und sowohl in der österreichischen als auch internationalen Linguistikszene wird unser Department auch als Ort von Forschung und auch sehr guter Forschung wahrgenommen. Die Lehre war oder ist zu einem großen Teil auch heute noch immer reine Sprach-, Fachsprachen-, Wirtschaftssprachenlehre, wobei allerdings die terminologisch ausgedrückte Schwerpunktverlagerung von Wirtschaftssprachen zu Wirtschaftskommunikation auch eine didaktische Umorientierung andeutet. Wenn es tatsächlich wahr ist, was diverse eingeweihte Spatzen bereits von den Dächern pfeifen, dass wir nämlich ab 2019 eine eigene sogenannte spezielle betreuen dürfen, International Business Communication, dann sind wir endlich auch in der theoretischeren Lehre präsent und die Geschichte der Sprachen an der WU wird in eine neue Phase eintreten. Aber der vor Ihnen stehende Zeitzeuge wird sich da schon lange in seine Pensionsidylle zurückgezogen haben. Ja, also diese Sprach- und Kommunikationsforschung an der WU. Jetzt sind wir endlich dort angelangt, wo ich hin wollte. Nicht-LinguistInnen wissen zugegebenermaßen oft nicht, womit sich Sprachwissenschaft, SprachwissenschaftlerInnen und so weiter überhaupt befassen. Und sie können sich schon gar nicht vorstellen, was LinguistInnen so erforschen können, was noch dazu für den Wirtschaftskontext relevant sein könnte. Und gerade das soll der Sinn des heutigen Abends sein, einen Einblick in unsere Denkwelt und in deren Wirtschafts- und WU-Relevanz zu geben. Eine Hauptaufgabe angewandter Linguistik besteht ja gerade darin, zwischen Folk Linguistics, also Laienvorstellungen von Sprache und Kommunikation, und akademischer Linguistik zu vermitteln und dabei zu einer höheren, besseren, elaborierteren Sprachbewusstheit, Language Awareness, der Allgemeinheit beizutragen. Einige meiner engeren Kolleginnen und Kollegen werden jetzt ein bisschen gelächelt haben, weil sie ja wissen, wenn ich länger als eine Minute rede, das kommt oft vor, da kommt aber auch der Ausdruck Language Awareness irgendwann einmal vor.
Womit befassen wir uns denn jetzt wissenschaftlich genau an unserem Department? Ich glaube, ich müsste eigentlich schon längst auf diese zweite Folie gegangen sein. Also womit beschäftigen wir uns denn an unserem Department? Zur Beantwortung dieser Frage würde es in einem Abend wie der heutige dann doch nicht genügen. Das wird das andere Extrem anfangen. Ich glaube, wir haben schon alles gesagt, aber ich sage, es ist noch lange nicht alles gesagt und kann auch nach diesem Abend kann noch viel gesagt werden. Wir haben ja noch in den nächsten Jahren hoffentlich, wenn das nicht alles schief geht, noch weitere Chancen auf Public Lectures. Also so sehen Sie natürlich auch herzlich eingeladen sind. Sie kriegen ein Abonnement für die, die jetzt das erste Mal da waren, umsonst. Für die, die aber schon ganz besonders neugierig sind, was wir alles machen, gibt es jetzt bereits einen Buchtipp, sehr wohlfeiles Geld, aber nein, in der Bibliothek zu bekommen, also Handbook of Business Communication. Da haben wirklich also quasi alle wissenschaftlich Mitarbeitenden unseres Departments einen Beitrag dazu geleistet. Es gibt also auch einige externe Beiträge, aber das ist wirklich so eine Art, war so ein bisschen eine Art identitätsstiftendes Arbeiten, dieses Buch, das also voriges Jahr erschienen ist, zu erarbeiten. Und wie gesagt, gibt vielleicht dann wirklich einen Überblick, über einen Gesamtüberblick, was wir da eigentlich hier alles machen. Hier natürlich in diesen Kurzvorträgen, die jetzt kommen, die hoffentlich, also ja, ich hoffe, dass ich nicht länger bin als die Kurzvorträge. Also diese Kurzvorträge geben natürlich nur einen gewissen Einblick. Es wurde schon erwähnt, wer hier also alle dran kommt. Zunächst einmal also Nadine Thielemann. Wir haben das jetzt umgedreht, dass wir die Kultur vor die Sprache geben. Also Nadine Thielemann, vorher an der Universität Hamburg tätig, ist bei uns seit 2015 Professorin und seit heuer auch Vorständin des Departments für Fremdsprachige Wirtschaftskommunikation hier. Nur zwei Beispiele für ihre Buchpublikationen, zum Beispiel hier Untersuchungen zum weiblichen Diskussionsstil am Beispiel von Gesprächen russischer, ukrainischer und polnischer InteraktionspartnerInnen. Also da sehen Sie schon, was uns alles interessiert. In diesem es geht, das ist vielleicht auch noch ein allgemeiner Hinweis, jetzt nicht in diesem Fall um die Vorstellung ganz konkreter Forschungsergebnisse, die meine beiden Kolleginnen jetzt hier erarbeitet haben, sondern eher so um einen allgemeinen Einstieg eben in Fragen und Aspekte des Wissens, die uns am Department beschäftigen. Im ersten Vortrag geht es eben vor allem um Kultur. Kultur, interkulturelle Kommunikation ist ja ein Phänomen, das zwar in unserem Forschungsprofil, das Sie alle kennen, eine sehr wesentliche Rolle spielt, zudem aber inzwischen auch sehr viele Nicht-LinguistInnen oder Nicht-KulturwissenschaftlerInnen einen Zugang haben. Daher haben wir gedacht, das sei ein guter Einstieg, um Sie bei etwas abzuholen, was Ihnen größtenteils bekannt ist, aber wo wir doch auch nach und nach zeigen wollen, dass wir LinguistInnen und Linguisten doch auch noch andere Zugänge zu Kultur und Interkulturalität haben als Vertreter, Vertreterinnen anderer Disziplinen oder eben auch Laien. Der eigentlich sprachliche, soll heißen mehr sprachbezogene Teil, wird von der Professorin für englische Wirtschaftskommunikation auch schon genannt, Gerlinde Mautner, übernommen. Gerlinde Mautner ist seit Jahren schon eine der forschungs- und publikationsaktivsten Vertreterinnen unseres Departments und nebenbei, obwohl so ganz nebenbei kann man das wohl nicht machen, auch Vizepräsidentin des FWF, des Österreichischen Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Auch hier sehen Sie Language and the Market Society, Discourse and Management. Also auch Frau Kollegin Mautner, Gerlinde ist also jemand, eine Wissenschaftlerin, eine Kollegin, die sich sehr mit also einer Linguistik befasst, die, oh Gottes Willen, das ist ja hoffentlich kein schlechtes Omen für die Zukunft unseres Departments. Und gerade bei meinem Lob für Gerlinde, also, jetzt, ja, also, ja, es bestand die Gefahr, dass schon einige einschlafen nach meinem langen Einleitungsmonolog, das haben wir alles inszeniert. Gut. Und wir beobachten jetzt Ihre verbalen Reaktionen, nonverbal, und das werden wir dann also in der nächsten Forschung dann, also im nächsten... Gut. Nein, also jetzt... the Market Society, Discourse and Management. Aber hier kriegt man natürlich Lust auf neue Forschungsfragen. Gut. Jetzt sollte es aber endlich wirklich losgehen und ich bitte nun also als erste, wie schon erwähnt, Kollegin Thielemann zum Rednerpult und ich hätte jetzt nur im Namen des Publikums eine ganz kleine Frage an Sie. Was ist denn bitte
Kultur. Wir freuen uns auf deine Antwort. Ja, danke, lieber Martin, für diesen Einstieg und diese wunderbare Vorlage und natürlich auch danke Ihnen, Herr Pichler, für die Vorstellung und danke, liebes Publikum, dass Sie heute hier so zahlreich erschienen sind. Ja, was ist eigentlich Kultur? Kultur ist ein Begriff, mit dem wir oft operieren und auch mit verschiedener Bedeutung und uns sind diese Bedeutungsnuancen oder Unterschiede eventuell nicht immer so bewusst. Wir verwenden Kultur beispielsweise, wenn wir hervorheben möchten, dass etwas in Kontrast steht zu Natur. Kultur ist vom Menschen hervorgebracht, Natur ist naturbelassen. Wir sprechen von Kultur, wenn wir ins Museum gehen, uns Ausstellungen anschauen, ins Theater gehen, dann geht es um etwas im bürgerlichen Sinne Hochkultur. Wir sprechen aber auch von Kultur, wenn wir uns materielle Kultur, Artefakte in Museen anschauen, die uns Auskunft geben über die Lebensweisen früherer Kulturen, wie die der Mayas, der Kelten oder der Römer. Kultur kommt aber auch vor in politischen Schlagworten, die eher Labels sind, die in bestimmten politischen und gesellschaftlichen Diskussionen, die in einer Zeit virulent sind, vorkommen und die nur in diesem jeweiligen Kontext interpretiert werden können. Hier beispielsweise die Willkommenskultur oder die westliche, die christlich-abendländische Kultur. Wenn Linguisten oder auch Anthropologen sich mit Kultur beschäftigen, dann meinen sie meistens diesen Aspekt, der aufscheint in Redewendungen wie sich in einer Kultur zurechtfinden, kulturelle Unterschiede wahrnehmen. Dann geht es um Unterschiede im Verhalten oder im Handeln, die auch sich in der Wahrnehmung von Verhalten und Handeln niederschlagen. Und hier gibt es kulturelle Unterschiede, die wir wahrnehmen, die sehr sichtbar sind, die sich uns unmittelbar überschließen und welche, die tiefer liegen, die uns nicht unmittelbar bewusst sind. Und das wird beispielsweise mit der Eisbergmetapher abgebildet. Wenn man sagt, Kultur ist wie ein Eisberg, es gibt sichtbare Äußerungsformen wie der Kleidungsstil, Sprache, die Art und Weise, wie gesprochen wird, Umgangsformen, Rituale, beispielsweise bei Tisch, wenn es um Essen geht. Das ist alles der sichtbare Bereich. Und die Eisbergmetapher, das Eisbergsinnbild signalisiert, dass es dahinter noch einen viel größeren Batzen gibt, der für uns unsichtbar ist, der sich nicht beobachtbar manifestiert. Und dazu zählt man Einstellung zu Werten und Grundannahmen, wie sie sich in religiösen Vorstellungen manifestieren oder auch im Verständnis von Zeit und Raum, wie zwischenmenschliche Beziehungen modelliert und konzipiert sind. Da fallen Dinge rein wie Geschlechterrollen, wie sind die kulturspezifisch gestaltet, wie wird Macht, Statusunterschiede ausgedrückt, aber auch das Verhältnis, wie der Mensch sich zu seiner sozialen Umwelt stellt. Das schlägt sich dann nieder im Rechtsverständnis oder im Staatsverständnis. Jetzt mit diesen Facetten von Kultur ausgestattet, lassen Sie uns mit Ward Goodenough, das ist ein Anthropologe, der sich aber auch sehr für Sprache interessiert hat, einen ersten Definitionsversuch wagen. Er macht darauf aufmerksam oder betont sehr stark, dass Kultur erworbenes und erlerntes Wissen ist, das uns ermöglicht, als kompetentes Mitglied in einer Gesellschaft zu funktionieren. Diese Gesellschaft kann auch eine kleinere Gemeinschaft sein, beispielsweise eine soziale Gruppe, eine Berufsgruppe oder Ähnliches. Und er betont, dass Kultur vielmehr die Erzählung ist, die die Mitglieder einer Gemeinschaft stricken, um den Zusammenhang zwischen dem, was sichtbar ihre Kultur ausmacht und den Werten, die dahinter stehen, zu motivieren. Das heißt, eine Erzählung von der Perspektive auf die Dinge, von den Dingen oder Artefakten selbst und wie die Menschen sie zueinander in Beziehung setzen und interpretieren. Die Beschäftigung mit Kultur selbst ist dabei gar nicht mal so neu, auch wenn das Wort, sagen wir, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eventuell eine bestimmte Betonung oder Breite im öffentlichen Diskurs erfahren hat. Und sie geht immer Hand in Hand mit einer gewissen Mobilitätsschüben der Menschheit, wenn man so will. Kulturelles Wissen oder Wissen um kulturelle Spezifik wurde dabei auch immer als nützlich betrachtet in verschiedenen Kontexten. Exemplarisch an diesen oder signifikant an diesen exemplarischen Definitionen ist, dass sich die Kulturdefinitionen zumeist auf diesen unsichtbaren Teil des Eisbergs beziehen. Welche sind denn die typischen Werte etc., die dahinter stehen? Da hebt sich jetzt das erste Zitat etwas ab. Das ist von Edward Taylor, das ist der Vater der Anthropologie als akademischer Disziplin. Er spricht nicht so sehr von Kultur, sondern meistens auch von Zivilisation. Und seine Arbeit ist entstanden im 19. Jahrhundert und zu lesen im Kontext des Kolonialismus. Das heißt, er unterscheidet
Kulturen oder Zivilisationen scheidet er in die gebildete Welt Osteuropas und Amerikas und die wilden Stämme. Und er geht davon aus, dass Kultur sich wandelt in eine Art Evolutionsprozess, sicher alles sehr gefärbt von dem 19. Jahrhundert, darwinistischen Gedanken und in gewisser Weise als ideologische Rechtfertigung für den Kolonialismus. Wenn wir uns das nächste Zitat anschauen von Hall, das ist ein Anthropologe, der sich im 20. Jahrhundert mit Kultur beschäftigt hat und wie sich Kultur in Verhalten und dessen Wahrnehmung äußert oder manifestiert. Und sein Interesse an Fragen der Kultur geht zurück auf eine eigene Fremdheitserfahrung, die er hatte als Soldat im Zweiten Weltkrieg, die ihm quasi gewusst hat, seine eigene kulturelle Identität, die ihm ohne diese Fremdheitserfahrung verborgen geblieben wäre. Hall spielt deshalb eine wichtige Rolle in der Kulturwissenschaft und auch in der Forschung zur interkulturellen Kommunikation, weil seine Konzepte maßgeblich eingingen in die Schulung von diplomatischen Mitarbeitern des US State Departments, das heißt in Vorbereitung für den diplomatischen Dienst. Und das letzte Zitat von einem Autor, der Ihnen wahrscheinlich am ehesten noch geläufig ist, Gerd Hofstede, hat im Wesentlichen die Vorstellungen von und Maßnahmen zum kulturvergleichenden Management geprägt. Hofstede nutzt hier eine Metapher, die wahrscheinlich auch sehr im Geiste der Zeit steht, von Kultur als kollektive Programmierung des Geistes, die gleichsam Verhaltensweisen, aber auch deren Wahrnehmung determiniert und beeinflusst. Das heißt, seine Ideen und seine Vorstellung von Kultur hat wesentlich Trainingsmaßnahmen oder die Vorstellung davon, dass man eben Trainingsmaßnahmen braucht in Vorbereitung auf einen Auslandseinsatz, wenn das Unternehmen expandiert, geprägt. Lassen Sie uns Hofstede etwas genauer anschauen. Hofstede ging davon aus, oder dass sich Kulturen beschreiben lassen durch bestimmte Kulturdimensionen und ermittelt jeweils länderspezifisch, wie diese Kulturdimensionen in den jeweiligen Ländern gewichtet werden. Das heißt, er assoziiert im Grunde genommen Länder mit Kulturen, Kulturen mit Nationalkulturen. Und er argumentiert, dass dieses Wissen über diese spezifische Ausgestaltung der Kulturdimensionen wichtig sei, weil es beruflich relevant ist, weil es auch die Art und Weise, wie wir uns beruflich organisieren, Arbeitsabläufe strukturieren etc. prägt. Hier habe ich spaßeshalber einmal, man kann auf seiner Homepage dann verschiedene Länder vergleichen. Hier habe ich mal Deutschland und Österreich mir anzeigen lassen, die Vergleiche, weil das auch für mich als hörbar Deutsche recht spannend ist. Was können wir jetzt also mit sowas anfangen? Zunächst mal sagt sowas auch immer sehr viel über die eigene Kultur aus, mindestens genauso viel wie über die, die man sich erschließt. Okay, dann schauen wir, hier gibt es bei einigen Dimensionen Unterschiede. Das, was Hofstede Power Distance nennt. Er geht davon aus, dass sich Kulturen darin unterscheiden, wie bereit sie sind, Hierarchien und Machtgefälle zu akzeptieren. Okay, das ist scheinbar in Deutschland akzeptabler, sowas hinzunehmen, als in Österreich. Gut, dann entdecken wir auch Unterschiede bei der Langzeitorientierung. Also wie weit im Voraus werden Dinge geplant, wie weit voraus ist der Zeithorizont wichtig. Wie gesagt, man kann hier einiges ablesen, was einem vielleicht hilft. Anderes mag eher anekdotisch sein. Interessant ist hier, dass es sehr stark die Trainingsformate und die Ratgeberliteratur geprägt hat. Und hier haben Sie auf der rechten Seite auch gleich ein paar Beispiele. Das ist von der Webseite eines Unternehmens, das Trainings anbietet für Expats, die explizit auf Hofstede und seine Erkenntnisse verweist. Okay, der erste Punkt, ja, der deutsche Denkprozess ist sehr genau oder langplanend, lässt sich vielleicht ableiten aus dem hohen Wert in der Langzeitorientierung. Okay, das führt zu zeitintensiven Planungsphasen, es ist vielleicht wichtig zu wissen, aber was fangen wir mit der Aussage an, deutsche Geschäftsmänner tragen dunkle Anzüge, breite Krawatten und weiße Hemden, machen andere wahrscheinlich auch. Gut, das mit dem Biertrinken ist ein Stereotyp. Auch das ist aber in anderen mitteleuropäischen Kulturen ganz beliebtes Getränk. Okay, was fangen wir also an mit solchen Stereotypisierungen, begünstigenden Sichtweisen? Deshalb hier gleich mal ein paar kritische Momente bei Hofstede. Was ich ja schon eingangs gesagt habe, Kultur wird hier mit Nationalkultur assoziiert. Darin liegt die Gefahr einer Fortschreibung von Stereotypen. Hier wird ein Unterschied, der sozial konstruiert ist, eventuell essentialisiert und über langes Recken auch naturalisiert. Es wird dadurch darüber hinweggesehen, dass andere Unterschiede, beispielsweise situative, soziale, regionale Identitäten unter Umständen prägender sein können, wie beispielsweise die Branche. Ja.
In bestimmten Branchen sind sicher übergreifend dunkle Anzüge beliebt. Hier muss man immer im Blick halten, dass Hofstede seine Ergebnisse erzielt hat auf Basis der Befragung von IBM-Mitarbeitern, die mehrheitlich der weißen Mittelklasse angehören, männlich waren, Stadtbevölkerung waren mit guter technischer Ausbildung. Ein weiterer Problempunkt bei dieser Sichtweise ist, dass Kultur und kulturelle Unterschiede oder Differenzen primär als Problemquelle gesehen werden. Das ist sehr logisch, wenn man denkt, dass es motiviert, Trainingsformate, Ratgeber, Literatur. Das heißt, hier wird quasi gesetzt, hier ist ein Mangel und wir lösen diesen Mangel, indem wir euch ein Training verkaufen oder einen Ratgeber. Das wird manifestiert in solchen Schlagworten wie interkulturelle Missverständnisse, Critical Incidents oder dem Kulturschock, den man erfährt, wenn man in einer kulturell fremden Umgebung kommt. Lassen Sie uns mal gucken, wie sich diese Sichtweise im Kontext einer sich weiter radikal vernetzenden Welt unter dem Schlagwort Globalisierung 3.0 ändert, wenn wir die sprachwissenschaftliche Literatur uns anschauen. Hier ist, das haben Sie eventuell gelesen, den Essay von Thomas Friedman, The World is Flat, in dem er argumentiert, dass die Digitalisierung weitere Grenzen vor allem für Individuen fallen lässt und ihnen Eintrittsbarrieren, die vorher standen, fallen lässt, dadurch, dass sich der Arbeitsprozess mit einem Fokus von Arbeit, die sich vorwiegend über Kommunikation realisiert, nun so weit internationalisiert wird, dass man überall, von überall aus daran teilhaben kann. Vor diesem Hintergrund wird beispielsweise vielfach darauf hingewiesen, dass Sprachkenntnisse in einer sich solch weiter internationalisierenden und diversifizierenden Welt quasi zu einem Wirtschaftsgut werden. Dass diese mobilen oder auch Individuen, die sich an einem anderen Ort befinden, wenn sie mehrsprachig sind, so gleichsam ihr sprachliches Kapital, ihre Sprachkenntnisse, ihre kommunikativen Fertigkeiten im bourdieuschen Sinne konvertierten könnten in andere Kapitalformen. Ein Job oder auch bessere Verdienstmöglichkeiten. Wenn man sich das dann genauer anschaut und dann vor allem daran denkt, dass diese mehrsprachigen Jobs im Tourismus entstehen oder auch im Servicebereich, in Callcentern, die beispielsweise ausgelagert werden, muss man sich überlegen, ist das wirklich ein derart wertvolles dann Wirtschaftsgut? Das andere, was Martin bereits in seinem Eingangsstatement formuliert hat, würde denn der Gebrauch einer Lingua Franca, einer Verkehrssprache, die für alle eine Fremdsprache ist, dieses Problem lösen, wie beispielsweise Englisch als Business Lingua Franca? Auch hier zeigen Analysen von Marcin Pekkari an finnischen Unternehmen, die expandieren und dann sich entschlossen haben zu einer Strategie English Only, dass das mit erheblichen Verlusten durch das Entstehen von Schattenstrukturen verbunden ist. Sie hat beispielsweise gezeigt, dass eben doch nicht alle gleich gut Englisch sprechen und dass an bestimmten Maßnahmen, Gesprächen, Meetings, Weiterbildungen, Präsentationen eben bevorzugt diese Mitarbeiter teilnehmen, die besonders gut die Sprache beherrschen, aber nicht unbedingt die, die die Kompetenz in fachlicher Hinsicht haben oder die Funktion im Unternehmen sonst ausüben würden. Das heißt, es entstehen dadurch Schattenstrukturen, die im Auge des Rezipienten nicht immer als solche erkennbar sind. Was bedeutet es also, eine Sprache kompetent zu beherrschen? Und hier kommt, Sie mögen eventuell schon bemerkt haben, dass uns die Kultur kurz verloren gegangen ist, die Kultur wieder ins Spiel. Denn Sprache und Kultur hängen miteinander zusammen und Sprache bzw. besser Sprechen oder sprachliches Handeln ist der primäre Austragungs- oder Aushandlungsort von Kultur. Wenn wir eine Sprache erlernen, dann erlernen wir natürlich die Grammatik, den Wortschatz, aber eine Sprache zu beherrschen bedeutet mehr. Es bedeutet auch kompetent in dieser Sprache zu handeln und zu wissen, wie in dieser Sprache soziale Aktivitäten abgewickelt werden. Denn alle unser sprachliches Handeln ist kulturell geprägt. Die Art und Weise, wie wir eine Geschichte erzählen, die Art und Weise, wie wir eine Präsentation gestalten, die Art und Weise, wie wir um etwas bitten, all das ist kulturell geprägt. Und wenn wir sagen, wir beherrschen eine Sprache als kompetentes Mitglied einer Gesellschaft, dann haben wir auch das Wissen darum, wie die sozialen Handlungen sprachlich realisiert werden. Es gibt in der Kommunikation vielfältig Punkte und sie werden in der Forschung zur interkulturellen Kommunikation auch gerne Hotspots genannt oder mit dem amerikanischen Anthropologen und Linguisten als Rich Points, an denen sich Kultur und kulturelle Spezifik immer wieder in besonderer Weise manifestiert.
Und diese Punkte hat Agar eben Rich Points genannt. Sie sind besonders konnotationsreich, transportieren besonders viele implizite Erwartungen und bilden deshalb auch potenzielle problematische Punkte beim Aufeinandertreffen von Sprechern mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Sie sind also in besonderer Weise anfällig für Missverständnisse und Reibungen in interkulturellen Kommunikationssituationen, in denen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrundwissen und impliziten Hintergrundannahmen aufeinandertreffen. Sie haben hier in Blau so eine Liste von Punkten, die potenziell Rich Points sein können. Wie wir uns begrüßen, die Begrüßungsrituale beispielsweise, Anredekonventionen sagen sehr viel aus, was kann als Thema angesprochen werden, was nicht und so weiter. Als nettes Schmankerl am Ende möchte ich Ihnen ein Konzept, das Sie viel besser kennen wahrscheinlich, alle als ich, was aber einen klassischen Rich Point darstellt, aus dieser Perspektive vorstellen, der Wiener Schmäh. Wiener Schmäh ist etwas, worauf ein Ausländer, auch wenn er wie ich beispielsweise eine Muttersprachle des Deutschen ist, stößt, aber wo er keine befriedigende Antwort findet, wenn er in Wörterbüchern oder Nachschlagewerken nachschaut. Es ist ein klassischer Rich Point, weil er reich an Konnotationen und an Hintergrundwissen ist, was mitläuft. Auch wenn ich eine Gruppe von Österreichern fragen würde, was ist Schmäh, wären Sie wahrscheinlich nicht gleich einer Meinung, es würde eine Diskussion entstehen, Sie würden sich miteinander unterhalten, Sie würden verschiedene Beispiele nennen. Das ist alles typisch für Rich Points. Michael Agar, der in den Ende der 80er, Anfang der 90er als Anthropologe Feldarbeit in Österreich gemacht hat, hat sich in seiner Monographie unter anderem dem Thema Schmäh mit den Mitteln des Ethnologen gewidmet. Das heißt, er hat informelle Interviews geführt, ein Korpus ausgestellt aus Anekdoten und Belegen aus kommunikativer Erfahrung. Und er hat vor diesem Hintergrund aufgedeckt, also das sind beispielsweise Fälle, die ihm da genannt wurden von seinen Informanten, dass es sich beim Schmäh um eine Art Scherzaktivität handelt, nicht ernstes Sprechen, das Sprechern erlaubt, auch ansonsten ja, die Beziehung gefährdenden oder potenziell unhöflich, unfreundliche Dinge auszusprechen, ihnen aber gleichzeitig einen scherzhaften Rahmen zu geben, der suspendiert oder verhindert, dass es ernst interpretiert wird und die Beziehung wirklich gefährden würde. Hier hat er sehr nett, auf der linken Seite haben Sie das Gespräch aus einem Lehrerzimmer, wo offenkundig eine Kollegin, das Beispiel ist von ihm wahrscheinlich nicht mit der richtigen Gender-Zuschreibung übersetzt worden, deshalb vermute ich, dass Lehrer eine Lehrerin ist, mit einem großen Geldbeutel unterwegs ist, wo ein Kollege vermutet, da seien Goldbarren drin, das heißt hier jetzt die Unterstellung von Reichtum, ja, scherzhaft, darauf wird verwiesen, nee, ich arbeite, dann der nächste Kollege vermutet, das ist ihr Schminkkoffer, hier wird quasi auf irgendeine, im Arbeitskontext auf eine, ja, starker Fokus auf Schönheitspflege gelegt, auch das schließlich verleitet dann die so angesprochene, geteaste, gefoppte, wenn man so will, sich zu wehren, mit einer nicht weniger unhöflichen oder unschmeichelhaften Reaktion, das, was du bräuchtest, würde ich da gar nicht reinbekommen. Das heißt, wenn ich Ihnen das jetzt so mit meinem Dialekt frei, klar, wiedererzähle, verliert es jeglichen Witz und man würde denken, die sind doch ein bisschen unverschämt zueinander. Ja? Aber hier kam keine Beziehungsgefährdung und nichts zustande, eben weil sie in dieser Schmähmodalität waren. Es ist klar, sie signalisieren sich gegenseitig, es ist nicht ernst. Agar wurde von seinen Informanten auch immer wieder diese Anekdote erzählt, als möglicherweise Schmäh, die uns allen, denke ich, auch so aus den Geschichtsbüchern bekannt ist, dass Marie Antoinette, in Anbetracht der vor Versailles protestierenden Massen, hungernden Massen gesagt haben soll, ja, wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie Kuchen essen oder Brioche essen. Gut, wir wissen alle in historischem Kontext, wozu das geführt hat und dass es ihr nicht gut getan hat fürs Image. Es wurde aber offenkundig öfters geäußert, dass man vermutete, das sei eine Art Schmäh. Ja? Also hier sehen Sie auch, was es in der historischen Dimension macht. Und vor diesem Hintergrund kommt dann Agar zu dem Ergebnis, dass Schmäh eine Art Weltsicht ist, die es dem Sprecher oder dem Nutzer von Schmäh ermöglicht, eine ironische Sichtweise auf Dinge, die ansonsten eben schlimm oder schlimmer sein werden, einzunehmen und sich dadurch Lachen von dem Übel zu befreien. Dankeschön.
Jetzt wissen Sie, womit wir uns befassen, mit Schmäh, aber nicht mit einer seriösen wissenschaftlichen Analyse solcher Phänomene. Aber manchmal dürfen wir auch ein bisschen dabei lachen. Ich darf nun Gerlinde bitten, ihren Kurzvortrag zu halten. Ja, von mir einen schönen guten Abend. Ich möchte Ihnen im Folgenden Thesen zur Sprache vorstellen. Nur 10, nicht 95, wie Sie wahrscheinlich mit Erleichterung hören werden, obwohl ich in der Vorbereitung schon mit dem Gedanken gespielt habe, mir schon mal eine Tür auszusuchen, wo ich Sie dran nageln kann, vielleicht vor den nächsten Zielvereinbarungsgesprächen mit dem Rektorat. These 1. Ich sollte vielleicht vorausschicken, diese Thesen sind nicht irgendwelche Sensationen, die mir persönlich eingefallen ist und wo ich sozusagen jetzt ein politisches Statement abliefere. Es hätten auch tatsächlich mehr oder weniger sein können. Aus offensichtlichen Gründen war die Zahl 10 besonders attraktiv. Aber natürlich kann man schon gar nicht in 25 Minuten alles in 10 Abschnitte packen, was man, von dem man glaubt, dass es wichtig ist über dieses Thema. Sprache ist soziales Handeln, so sollte ich es eigentlich betonen. Denn nach landläufiger Auffassung ist Sprache etwas, das soziales Handeln nur begleitet. Sozusagen die Begleit- oder Hintergrundmusik. Ein Nebendarsteller gewissermaßen, der durchaus für die Handlung des Films wichtig ist, vielleicht auch einen Oscar bekommt, dann und wann, aber der nicht im Rampenlicht steht. So werden etwa die Tätigkeiten des Managers typischerweise als Lenken, Gestalten, Entwickeln beschrieben. Und Kommunikation wird in eine separate Schublade gesteckt. Als ich vor einigen Jahren Führungskräfte zu ihrem Arbeitsalltag interviewte, schilderte einer von ihnen, dass er an dem betreffenden Nachmittag gerade 2 Stunden in einer Strategiesitzung verbracht habe mit einer Gruppe von Regionalleitern. Und er fügte dann hinzu, aber das war nicht Kommunikation, das war Arbeit. Er hat 2 Stunden lang nichts anderes getan, als zu sprechen, zuzuhören, zu lesen und zu debattieren, aber hat es für sich geistig, konzeptionell einfach nicht in der Kommunikationsschublade eben gehabt. Aus der Perspektive der Linguistik stehen die Sprachhandlungen jedoch im Zentrum des Interesses. Ja, mehr noch, wir betrachten die Prozesse, die in und um Organisationen ablaufen, als ein dichtes und komplexes Geflecht von Texten und Interaktionen, ohne die die Organisationen gar nicht erst entstehen könnten und ohne die sie auch nicht fortbestehen könnten. Spätestens seit der sogenannten linguistischen Wende, dem Linguistic Turn, wie er auch heißt, hat sich die Überzeugung durchgesetzt, dass sprachliche Handlungen eben selbst sozial wirksame Handlungen sind und nicht nur Begleitmusik. Gerne verweisen wir dabei auf die Arbeit des Sprachphilosophen John Austin und speziell sein Buch How to do things with words. In der Linguistik und der Soziologie und auch einigen anderen Disziplinen gilt die Sicht von Sprache als Handlung mittlerweile als herrschende Meinung. Außerhalb unserer Forschergemeinschaft jedoch sieht die Sache anders aus. Generell gilt, so würde ich behaupten, These 2, nämlich Sprache wird unterschätzt, in ihrer Bedeutung unterschätzt. Robert Marshak sagt in einem Artikel aus dem Jahr 1998, dass es einen Bias for Action, also eine Bevorzugung von Handlung gibt oder von Handeln gibt, eine Bevorzugung des Tuns und einer tendenziellen Abwertung von Sprache. Marshak zitiert Redewendungen wie Talk is cheap oder etwas sei just empty words, nur leere Worte. Es kann sein, dass wir auch an das Vorspiel auf dem Theater in Goethes Faust erinnert werden, und die mittlerweile zur Redensart gewonnene Äußerung, der Worte sind genug gewechselt, lasst uns nun endlich Taten sehen. Dieser Bias for Action ist umso bemerkenswerter, als in der modernen postindustriellen Gesellschaft es ja selten die reine Muskelkraft ist, die höchste Wertschöpfung generiert. Wenn wir nach wie vor davon sprechen, wir müssten nun die Ärmel aufkrempeln, um etwas zu tun, dann hinkt das sprachliche Bild eigentlich massiv hinter der tatsächlichen sozialen und wirtschaftlichen und politischen Realität hinterher. Dieses weitgehend veraltete Bewertungsschema, das sich über solche Ausdrücke dann manifestiert, dieses veraltete Bewertungsschema ist es wohl auch, dem die Einordnung von kommunikativen Fertigkeiten
in der Rubrik Soft Skills geschuldet ist. Und dass diese Soft Skills in der Managerausbildung meist zu kurz kommen. Natürlich gibt es Lehrveranstaltungen und Programme und Freifächer dazu. Und ein Department wird aufgefordert, eine spezielle Betriebswirtschaftslehre zu bilden, keine Frage. Aber wenn man sich das auch national, international anschaut, so ist doch Sprache, wird in der Regel nicht als Kernfach bezeichnet. Sprachliche Fertigkeiten als Soft Skills zu bezeichnen, ist im Übrigen schon deswegen irreführend, weil ein Mangel an diesen sogenannten Soft Skills sehr harte, auch finanziell wirksame Konsequenzen haben kann. Schlechtes Beschwerdemanagement führt zum Verlust von Kunden, unpräzise Vertragsgestaltung kann jahrelange teure Gerichtsprozesse zur Folge haben. Also was ist daran soft? These 3. Sprache übt viele Funktionen gleichzeitig aus. Natürlich verwenden wir Sprache, um Sachinformationen zu vermitteln. Aber Vizerektor Pichler hat es bereits in seiner Einleitung sehr deutlich gemacht, dass Sprache natürlich auch dem Ausdruck von Emotionen, dem Aufbau und der Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen und der Steuerung von Verhalten und Einstellungen beim Gegenüber dient. Wenn man zum Beispiel jemanden zu etwas überredet oder eine Bitte äußert. Nehmen wir das Beispiel der Bitte kurz her. Auf einer Ebene, der Sachebene, möchte man mit der Bitte um X, was immer das sein mag, erreichen, dass man X auch bekommt oder dass der Angesprochene X für einen tut. Mit einer höflich formulierten Bitte jedoch erreiche ich aber noch etwas anderes, nämlich das Signal zu setzen, ich bin ein höflicher Mensch. Man projiziert eine Identität damit. Oder auch zwischenmenschlich, ich bringe dir, meinem Gegenüber, so viel Wertschätzung entgegen, dass ich meine, dass du meine Höflichkeit verdienst. Das heißt, der Sprecher vermittelt eben persönliche Identität und betreibt Beziehungspflege. Also da spielt sich erheblich mehr ab, als man an der Oberfläche vielleicht erkennt. In der Sprachpraxis sind diese Funktionen immer vermischt und wenn wir sie analytisch trennen, dann eigentlich nur aus sozusagen praktisch oder wenn Sie so wollen, forschungstechnischen Gründen. Diese Einsicht ist im Übrigen besonders wichtig bei der Beantwortung der Frage, ob ein bestimmter Text nun seine Funktion erfüllt, also sozusagen ein guter Text ist, ob er also effektiv ist oder auch ob ein Sprecher, eine Sprecherin effektiv ist und kommunikativ irgendwie gut drauf. Denn bei dieser Bewertung darf eben nicht nur eine der Sprachfunktionen berücksichtigt werden, das greift viel zu kurz. Ich kann natürlich jetzt aus Zeitgründen nur ein einziges Beispiel im Grunde geben, aber stellen Sie sich einen Text Unternehmenskommunikation vor, etwa ein Mission Statement, in dem Rechtschreibfehler und stilistische Holprigkeiten vorkommen. Die reine Sachinformation wird in den meisten Fällen dadurch definitiv nicht gestört. Für das Image des Unternehmens jedoch macht das sicher keinen schlanken Fuß. Jetzt ist viel durchgestrichen, was Sie vielleicht dann in der Diskussion noch hören werden. These 4. Sprache, wie schon erwähnt, drückt auch Identität oder Identitäten aus. Man kann mehr und man hat natürlich mehr als eine Identität. Sie können sich vorstellen, dass der Vortragsstil mit Bauchatmung und Hochsprache und so weiter, dass das nicht der Sprachduktus auch einer Professorin nicht ist, mit dem sie also am Frühstückstisch den Mann um die Marmelade bittet oder so. Ja? Also wir haben einfach ganz viele Identitäten, regionale und soziale und berufliche, zwischen denen wir eigentlich in der Regel recht flexibel und situationselastisch uns bewegen. Wir verwenden also, wie wir jetzt mehrfach schon gesehen haben, Sprache auch dazu, um Identität zu vermitteln und uns von anderen Gruppen abzugrenzen. Das ist so die traurige Kehrseite. Sehr häufig ist es so, dass wir mit Hilfe der Sprache, sei es nun Wortwahl oder Aussprache, nicht nur Solidarität mit den Mitgliedern der eigenen In-Group vermitteln, sondern auch uns gegenüber Out-Groups abschotten. Über Sprache Identitäten auszudrücken ist im Übrigen etwas, das nicht nur einzelne Menschen tun. Auch Unternehmen achten zunehmend darauf, das sprachliche Kleid, das sie sich anziehen, so zu wählen, dass es zu ihren organisationalen Grundwerten passt. Eine konservative Bank will anders klingen als ein Start-up-Unternehmen aus der Werbebranche. Eine Kette von Fitnesszentren wird ein anderes sprachliches Repertoire einsetzen wollen als ein Dachverband von Altenpflegeheimen.
In der einschlägigen Forschung und Beratung in diesem Bereich spricht man von Verbal Branding, also wortbezogenem Branding. Die Sprache soll zu den Markenwerten, Brand Values passen, damit das Gesamtpaket in der Kommunikation stimmig ist. Das gilt heutzutage natürlich nicht mehr nur für den kommerziellen Bereich, sondern Non-Profit-Organisationen, Organisationen im öffentlichen Sektor, wie etwa eine staatliche Universität, tun das genauso. These 5. Sprache drückt Machtverhältnisse aus. Sprache und Macht sind untrennbar miteinander verbunden. Und das auf sehr vielen Ebenen, ähnlich eben wie Sprache und Identität. Am deutlichsten wird das naturgemäß in Situationen, die schon von vornherein quasi strukturell von großem Machtgefälle geprägt sind. Man denke etwa an Bewerbungsgespräche, Arzt-Patienten-Dialoge, Gerichtsverhandlungen oder mündliche Prüfungen. In der verwirrenden, sozusagen unordentlichen, messy sozialen Realität ist die Machtverteilung aber nicht immer ganz so eindeutig. Auch die vermeintlich Schwächeren, Machtloseren in einer Beziehung haben oft eine ganz gehörige Portion Macht. Eine Stellenbewerberin etwa kann in einem Mangelberuf Expertin sein und das verbessert natürlich ihre Verhandlungsposition. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass auch eine solche Stellenbewerberin alle sprachlichen Regeln, die für Jobinterviews typisch sind, einfach über den Haufen wirft. Es wäre wohl in jedem Fall ein Regelbruch, wenn diese Stellenbewerberin selbst das Gespräch eröffnen würde und zum Personalchef sagt: Guten Tag, es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich darf Ihnen zunächst ein paar allgemeine Fragen zu Ihrem Unternehmen stellen, bevor wir dann zur Gehaltsfrage übergehen. Das wäre daneben, und zwar kulturell und in vieler anderer Hinsicht auch. Und das, was da daneben ist, ist nicht Grammatik oder Aussprache oder sonst etwas aus dem Bereich des Sprachsystems, sondern dass eine soziale und sprachliche Konvention gebrochen wurde. Macht manifestiert sich in der Sprache auf sehr vielen Ebenen. Ich sollte auch vielleicht als Fußnote dazufügen, Macht ist natürlich für sich genommen nichts Böses. Es soll auch kein böses Wort hier sein. Macht einen Riesenunterschied, ob es also legitimierte Macht ist oder nicht. Und sehr oft ist Macht natürlich schlicht und einfach funktional. Aber das ist ein anderes und sehr komplexes Thema. Die Mächtigeren in einer Situation, ganz wichtig, Macht ist immer kontextuell, die Mächtigeren in einer bestimmten Situation bestimmen, wer wann, worüber und wie spricht. Sie bestimmen auch, mit welcher Bedeutung Begriffe verwendet werden. Sie haben also Definitionshoheit. Und sie entscheiden auch darüber, wann und wie eine Interaktion beendet wird. These 6. Sprache ist nie objektiv. Wenn Ihnen das jemand erklärt, dass er ganz objektiv etwas sagt oder dass er ganz objektiv gesprochen hat, dann müssen gleich die Alarmglocken läuten. Denn wenn wir Gedanken in Worte kleiden, müssen wir Entscheidungen treffen. Welche Mittel aus dem zur Verfügung stehenden Repertoire, das uns die Sprache bietet, wir denn auswählen wollen. Beim Stichwort auswählen denken wir in erster Linie vielleicht an die Wortwahl, aber es geht noch um andere Dinge. Ein und derselbe Sachverhalt, wie er sich in der Realität zuträgt, kann aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beschrieben werden. Und da beginnt dann die soziale Konstruktion. Dass etwa eine vormals intakte Vase auf einmal in Scherben auf dem Boden liegt, das ist keine soziale Konstruktion. Das ist schlicht und einfach ein Faktum, beziehungsweise das, was der amerikanische Sprachphilosoph John Searle als Brute Fact bezeichnen würde. In dem Augenblick aber, wo wir den zu diesem Zustand führenden Vorgang beschreiben wollen, müssen wir uns entscheiden. Es ist unausweichlich. Sagen wir, die Vase zerbrach oder die Vase wurde zerbrochen oder der Fußball zerschlug die Vase oder Max, Entschuldigung, alle Maxens hier, Max schoss den Fußball gegen die Vase, sodass sie zerbrach. Und dann gäbe es noch 10 andere Varianten, die alle ein bisschen ein anderes Licht auf den Vorgang werfen. Diesem Prinzip, dass wir beim Sprechen und Schreiben einen Standpunkt wählen müssen, können wir grundsätzlich nicht entrinnen. Auch vermeintlich unschuldige Textsorten wie Kochbücher oder Kindergeschichten sind davon betroffen. Wir können dieses Prinzip oder dieses Gefangensein aber auch ganz bewusst einsetzen, um Ereignissen und Situationen einen mehr oder weniger einseitigen perspektivischen Drall zu geben und so eine bestimmte Sichtweise zu begünstigen. Und da käme dann Language Awareness
müsste man auf den Plan rufen, damit man das als Adressat das dann auch merkt. Ich gebe nun ein Beispiel aus der Organisationskommunikation aus Großbritannien, genauer ausgeführt in diesem Discourse and Management Buch, das in der Einleitung projiziert wurde. Und zwar ein Beispiel aus der Außenkommunikation des NHS, des National Health Service, also der staatlichen Gesundheitsorganisation in Großbritannien. NHS-Spitäler kämpfen seit vielen Jahren mit sehr hohen Infektionsraten mit dem Krankenhauskeim MRSA, sehr aggressiver Krankenhauskeim. Die Verbreitung erfolgt nicht nur, aber auch durch Ärzte und Pflegepersonal, die den Keim quasi von Zimmer zu Zimmer tragen. In der Beschreibung auf der NHS-Website werden diese Verursacher und Verursacherinnen als Akteure jedoch ausgeblendet. Und die Sache wird so dargestellt, als ob der Keim sich sozusagen in Eigenregie auf den Weg macht. Ich kann das im Detail jetzt nicht analysieren, aber es ist auch so, dass indirekt allen möglichen anderen Umständen quasi die Schuld zugeschoben wird. Nur zwei Zitate herausgegriffen von dieser Website. MRSA has been known to develop, and bacteria can easily spread through direct contact with other patients or staff or contaminated surfaces. Es macht rhetorisch einen riesen Unterschied, ob ich sage, patients or staff spread the bacteria, Zeitwort und Objekt, ein Handelnder wird identifiziert, oder bacteria can spread, they do it, you know, by themselves, also unabhängig und selbst motiviert sozusagen, wird dem unpersönlichen Ding der Bakterie diese Aktion zugeschrieben. Diejenigen von Ihnen, die noch in der klassischen Grammatikbeschreibung ausgebildet wurden, develop und spread sind also intransitive Verben, die keine Objekte haben. In der funktionalen Grammatik würde man eher sagen, also develop und spread sind Verbs of happening, also Zeitwörter des Passierens, während to spread something wäre also ein Zeitwort oder Verb of doing, des Tuns. So kann man mit Hilfe der Grammatik dafür sorgen, dass Verantwortung ausgeblendet wird. Bei Grammatik denken die meisten ja an so penible Regelwerke, die von bitzligen Lehrern mit erhobenem Zeigefinger irgendwie durchgesetzt werden und in Tests abgefragt werden. Vergessen wird dabei leicht, dass die Grammatik eine der wichtigsten rhetorischen Ressourcen ist, die uns die Sprache zur Verfügung stellt. Damit sind wir direkt bei These 7. Sprache dient der Täuschung, aber auch der Aufklärung. Sie ist janusköpfig, wir können sie gut oder weniger gut, weniger sozial verträglich einsetzen. Es wird Ihnen sicher schon aufgefallen sein, dass Firmen nur selten ihre Preise erhöhen. Meist werden Preise angepasst. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, aber bei jeder neuen Zusendung, die ich im Postkastel vorfinde, fühle ich mich bei solchen Formulierungen einfach gepflanzt. Denn in den meisten Fällen geht es ja um eine Erhöhung. Von Anpassung zu sprechen ist keine Lüge. Ein Versuch der Täuschung ist es allemal. Auf Lebensmittelverpackungen geht es diesbezüglich natürlich auch rund. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bleibt noch jede Menge Spielraum für verbale und visuelle Rhetorik. Verkaufswirksame Inhaltsstoffe werden in großer Schrift auf der Vorderseite in Szene gesetzt und auf der Rückseite im Kleingedruckten werden die weniger attraktiven und stigmatisierten Inhaltsstoffe platziert, Fett, Zucker, Konservierungsstoffe und dergleichen. An Verpackungen wie in der Werbung und dem Marketing generell kann man übrigens auch sehr schön sehen, dass die Sprachfunktionen Information und Persuasion, Überredung und Überzeugung, nicht scharf voneinander zu trennen sind, sondern ineinander verzahnt agieren. Dass eine Kosmetikfirma ein Produkt als Nachtcreme bezeichnet, ist ein beschreibendes Label. Dass sie das Produkt aber Forever Youth Liberator Night Cream nennt, Forever Youth Liberator, das ist schon weit mehr als nur eine Beschreibung. Da steckt nicht nur der Versuch eines Werbeappells drinnen, sondern es offenbart sich auch ein bedeutungsvolles kulturelles Fundament. Allein die Tatsache, dass Konsumentinnen unterstellt wird, dass sie auf alle Fälle jung aussehen möchten, ist ein solches Kulturem. Und es ist natürlich nicht Gott gegeben, sondern eine soziokulturelle Prägung. Der amerikanische Hersteller Amway zum Beispiel hat eine Pflegeserie Youth Extend, also nicht mehr Anti-Aging, sondern Youth Extend. Und auch sonst herrscht auf diesem Markt sehr viel Kreativität in der Namensfindung. Ich habe Ihnen hier ein paar
gesammelt. Es hat nicht lange gedauert, das zu sammeln. Das war also im Grunde mit einer einzigen Google-Suche. Also Renergie Multilifter Glow Revival. Habe ich heute nicht aufgetragen, leider. Also mit Glow ist nicht so. Do Not Age Beauty. Multi-Defender Anti-Aging, Blue Therapy, Lift and Blur, das gefällt mir besonders gut. Blur heißt nämlich so Weichzeichnen, ne? Das ist also 50 plus offenbar eine ganz besonders attraktive Option. Und dann Mission Perfection. Wir sollten bei solchen Beobachtungen jedoch nicht allzu sehr in Kulturpessimismus verfallen, so nach dem Motto, früher war das alles besser. Dass zu Werbezwecken das Blaue vom Himmel herunter versprochen wird, ist wahrlich nicht neu. Wenn Sie am Südufer der Themse in London die Southwark Cathedral besuchen, dann sehen Sie in der Kathedrale ein reliefartig gestaltetes Grabmal für einen gewissen Lionel Lockyer, einen Quacksalber, der im 17. Jahrhundert gelebt hat und der Pillen verkauft hat mit dem klingenden Namen Pilula Radiis Solis Extracta. Ein Allheilmittel, von dem Lockyer behauptete, dass es Sonnenstrahlen enthielte. Ein cooler Marketing-Gag im 17. Jahrhundert. Damals wie heute gilt, dass Sprache nicht nur zum Täuschen und Tarnen gut ist, sondern auch das wichtigste Mittel zum kritischen Denken und Argumentieren und damit auch zum Widerstand. Ich kann also nur sagen, wehren Sie sich gegen zweifelhafte kommunikative Praktiken. Mit der Sprache kann man über die Realität einen Grauschleier ziehen, mit Hilfe der Sprache zieht man ihn aber auch wieder weg. Wir können sachliche Kritik üben, Vorlesungen halten, Satiren schreiben und uns in den Social Media aufregen. These 8. Sprache ist immer in Bewegung. Die Sprache ist kein ruhendes System, kein statisches System, sie ist ständig im Wandel begriffen. Wäre sie das nicht, so würden wir in sprachlicher Hinsicht irgendwo noch in der proto-indogermanischen Ursuppe schwimmen. Sprachwandel wird häufig als Verfall dargestellt und auch auf emotionaler Ebene wohl tatsächlich so empfunden. Ich nehme mich persönlich da gar nicht aus. Mit einem linguistischen Hut darf ich das natürlich nicht glauben, aber als normaler Mensch sozusagen empfinde ich das natürlich genauso. In der Bewertung solcher Veränderungsprozesse spielt der Faktor Zeit eine ganz wichtige Rolle. Niemand käme jetzt in der Rückschau etwa auf die Idee, Französisch als heruntergekommenes Latein zu bezeichnen. Steckt man aber im Sprachwandel sozusagen mittendrin, dann ist es sehr natürlich, auch emotional darauf zu reagieren. So wird etwa das Eindringen von vielen englischen Wörtern beklagt, ebenso das Verschwinden oder die Veränderung gewisser grammatikalischer Eigenschaften. Wiener Speisekarten ist also die Präposition mit, nur mehr ganz selten mit dem Dativ zu sehen. Da frage ich Sie aber jetzt sozusagen Hand aufs Herz. Sind Sie ganz sicher, dass Sie zum Beispiel den Konjunktiv 2 des Zeitworts backen bilden könnten, um in einem Wenn-Satz das Würde zu vermeiden? Würden Sie nicht doch eher sagen, wenn meine Tante einen Kuchen backen würde, würde ich mich freuen. Ich höre nahezu, wie sich die Gehirnwendungen jetzt bewegen. Ja, wie heißt denn der Konjunktiv 2? Aber ich verrate das jetzt nicht, sondern ich sage erneut Hand aufs Herz. Wann haben Sie das letzte Mal ganz entspannt und ohne nachzudenken die deutschen Konjunktivformen schwämme, hülfe und empföhle verwendet? Soziokulturelle Gegebenheiten ändern sich auch und die Sprache zieht einerseits mit, aber andererseits ist sie selbst Motor solcher Entwicklungen. Ich gebe ein einziges Beispiel. Im Englischen spricht man natürlich nicht mehr von Negroes. Martin Luther King hat in den 60er Jahren auch in seiner berühmten Rede I Have a Dream sehr wohl von Negroes gesprochen. These 9, Sprache ist kontextbezogen. Es wird Ihnen schon aufgefallen sein, dass diese Thesen für sich genommen im Grunde alle sehr banal klingen. Auch bei der 9er ist es allerdings so, dass man zwar versucht ist zu sagen, na, no, na, klar nicht, also wenn jemand von der gläsernen Decke spricht, dann wird die Bedeutung variieren, je nachdem, ob es ein Innenarchitekt ist oder eine Feministin. Aber im Bereich der Wortbedeutung scheint uns dieses Differenzieren nach dem Kontext irgendwie selbstverständlich. In anderen Bereichen hingegen blühen und gedeihen in Sprachratgebern, die ja auch schon angeklungen sind, da blühen und gedeihen Halbwahrheiten und, verzeihen Sie die Schärfe des Ausdrucks,
dümmliche Verallgemeinerungen. Ein diesbezüglich typischer Artikel ist mir unlängst in einer Tageszeitung untergekommen. Und dieser Artikel wollte die Grundzüge überzeugender Rhetorik vermitteln. Die wichtigsten Tipps der Experten, hieß es da, würden unter anderem lauten, man solle schwache Worte und Konjunktiv vermeiden. Kategorisch, vermeiden Sie schwache Worte, vermeiden Sie den Konjunktiv. Ist man davon abgesehen, dass wahrscheinlich eher Wörter gemeint war als Worte, aber es gibt keine Wörter, die für sich genommen schwach sind. Was soll denn ein schwaches Wort genau sein? Ja? Wörter können bestenfalls eingebettet in einen Zusammenhang eine stärkere oder eben auch schwächere rhetorische Wirkung entfalten. Aber das ist ein Riesenunterschied, wenn man das so sieht. Und wenn eine Führungskraft, durchaus eine sehr mächtige und fest im Sattel sitzende Führungskraft, zu einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter sagt, könnten Sie mir die Datei noch einmal schicken, dann ist der Konjunktiv kein Zeichen von Schwäche, sondern schlicht und ergreifend eine konventionelle Höflichkeitsform. Und wenn Sie schon einmal ein Kommunikationstraining gemacht haben bei einem Trainer, der wie viele in dieser Branche von Kommunikation viel verstanden hat, aber nichts oder nicht viel von Sprache, dann hat er oder sie ihn wahrscheinlich auch eingebläut, lieber Sätze im Aktiv als im Passiv zu verwenden. Die saloppe Umgangssprache hat für solche Allaussagen einiges an passenden Bezeichnungen auf Lager. Ist ein Stiefel, ein Topfen, ein Holler oder wie wir unlängst gehört haben, gibt es auch den Begriff Vollholler. Und sowas ist das. Das Passiv kann gut oder schlecht, passend oder unpassend verwendet werden, selbstverständlich. Für sich genommen kann ein sprachliches Instrument aber nie gut oder schlecht sein. Details zum Passiv würden jetzt zu weit führen. Mir geht es ja auch um den generellen Punkt. Wenn man eine sprachliche Form unreflektiert ablehnt, dann ist das so, als ob man irgendein anderes Werkzeug pauschal verdammt. Auch Messer sind nicht generell schlecht. Zu ihren möglichen Einsatzgebieten gehört zwar in der Tat Körperverletzung und Mord, aber auch das Schneiden von Obst und Gemüse. Schuld trägt jedenfalls nicht das Messer. Die Metapher vom Werkzeug, bei der Einführung von Vizerektor Pichler bereits angeklungen, bringt mich nun zum Schluss und zur These 10. Sprache ist Werkzeug und Spielzeug. Hier schließt sich der Kreis zu These 1, Sprache ist soziales Handeln. Sie erinnern sich, how to do things with words. Sprache ist in der Tat in umfassendem Sinne nützlich. Das Planen, Gestalten, Organisieren, Produzieren, Kaufen, Verkaufen ist in hochkomplexen Gesellschaft natürlich ohne Sprache in vielfältigen Medien einfach nicht denkbar. Dennoch sollten wir nicht vergessen, dass der Mensch nicht nur Homo faber, also Schaffender und Handwerker ist, sondern auch ein Homo economicus, natürlich ein rational Agierender, aber auch nicht nur, sondern eben auch ein Homo ludens, jemand, der gerne spielt. Werbeschaffende machen uns auch hier vor, wie wichtig das ist. Sie nützen den sprachlichen Spieltrieb sehr, sehr gerne. So fordert uns etwa eine aktuelle Werbung für eine Smoothie-Marke auf, wir sollten jeden Tag schlücklich sein oder den Tag gemüslich angehen. Ein Fruchtsafthersteller ermuntert uns, das finde ich besonders nett, think different. Ja, das ist ein Spiel auf so vielen Ebenen, also er macht sich da indirekt irgendwie auch lustig über sozusagen deutsche Aussprache, das Englische und so weiter. Und ganz so close to home, ja, also da in der Anker-Filiale schräg gegenüber, sind die an der Wand affischierten Leitlinien zum Brotbacken in die Form der 10 Gebote gegossen. Allerdings, also ich habe die restlichen 4 habe ich noch nicht ausgemacht, aber das sind nochmal 6. Eines davon lautet, du sollst die Backtradition ehren. Man muss nicht religiös sein, um die sogenannte intertextuelle Anspielung zu verstehen. Was man allerdings zum Verständnis braucht, und hier haben wir auch einen Konnex zu Nadine Tillemans Vortrag, was man braucht, ist ein Fundament von relevantem kulturellem Wissen. Mit Sprache zu spielen macht nicht nur unglaublich viel Spaß, sondern setzt Kreativität und Agilität im Denken frei. Beides Eigenschaften, die für die unternehmerische Problemlösungskompetenz meines Erachtens zentral sind. Ich schließe daher mit einem Plädoyer, auch an einer Wirtschaftsuniversität, Sprache nicht nur unter dem Blickwinkel ihres zweckorientierten Einsatzes zu sehen.
Die beiden Zugänge, so bin ich überzeugt, sind eng verknüpft und befruchten einander ja auch. Je leidenschaftlicher jemand mit Sprache spielt, desto kompetenter wird er auch mit ihr arbeiten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo. Jetzt brauche ich hier, ja, hören Sie. Herzlichen Dank den beiden Referentinnen. Wir haben ja jetzt noch eine kleine Diskussionsphase vorgesehen. Ich darf einmal die beiden Kolleginnen herauf bitten, Platz zu nehmen. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt setze. Ja, man sieht noch alles recht gut. Es wird jetzt nicht so sein, dass jetzt also... Außer ihr habt jetzt wirklich etwas, habt ihr nicht ganz verstanden, was die andere Kollegin erzählt hat. Oder wollte, wir wollen also jetzt auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit gleich die Möglichkeit geben, also in den Floor, nicht ins Publikum zu gehen. Es sind ja viele Dinge, konnten ja nur angerissen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass es doch einige Fragen gibt zu dem, was gesagt wurde und vielleicht zu dem auch, was nicht gesagt wurde. Also ich gebe gleich die, ich schaue, ob irgendjemand... Dort hinten, noch niemand, ich sage, ich suggeriere jetzt. Ah, vielleicht dort. Also gibt es irgendjemand, der eine Frage hat zu oder ein Statement? Hier haben wir echt eine Wortmeldung. Bitte. Das Mikrofon kommt schon an. Vielen Dank. Ich wollte nur fragen, Sie haben in Ihrem Referat den Linguistic Turn angesprochen. Es wird ja immer mehr vom Iconic Turn auch gesprochen. Social Media hat immer mehr bildhafte Kommunikation. Haben Sie das Gefühl, nachdem sozusagen der Wert, die Bedeutung der Sprache mühsam betont wurde in den letzten Jahren, dass sie jetzt wieder weniger Bedeutung hat? Soll ich anfangen, Martina? Ja. Also ich sehe das nicht als einen Widerspruch. Der Iconic oder Visual Turn, der ist nur einer von mehreren Turns. Also es gibt auch einen Spatial Turn, das also wie wichtig Raum ist für die Kommunikation und für die Interpretation. Ich glaube, dass es sich schlicht und einfach ergänzt. Was wir natürlich schon feststellen, ist, dass es wissenschaftliche Moden gibt. Und dass es halt jetzt einmal für eine Zeit wahrscheinlich genauso wie sexy war, den Linguistik-Turn auszureizen, man jetzt sozusagen in den Visual-Turn oder Iconic-Turn stärker wechselt. Umso wichtiger finde ich es, wenn es Forscherinnen und Forscher gibt, die das kreativ kombinieren und nicht von dem Ansatz ausgehen, dass sich das jetzt ersetzt. Ich glaube, das würde ich persönlich sagen, findet so nicht statt, aber ich danke Ihnen schon deshalb sehr für Ihre Frage, weil Sie natürlich recht haben, dass wir das etwas ist, was ich zumindest eigentlich ausgeblendet habe. Ich hätte wohl auch eine 11. These haben sollen, Sprache ist immer multimodal. Das ist sie nämlich, und zwar das ist sie auch dort, wenn es keine Bilder gibt. Ja? Ein Gesetzestext funktioniert auch ganz stark über Multimodalität, weil man ihn erkennt vom Layout her und so weiter, als einen Gesetzestext und gerade weil er keine Bilder hat. Ja? Also vielen Dank für die Frage. Entschuldigung, das ist Aufgabe des Vorsitzenden jetzt, Nadine zu fragen. Den Rollenkonflikt. Kann ich auch direkt ohne Moderation des Vorsitzenden. Ich schließe mich an. Ich bitte nicht. Also vielleicht direkt daran anknüpfend, weil eigentlich wird das in der Linguistik bereits behandelt oder mitberüchtigt, eben unter dem Label Multimodalität, dass man sagt, Sprache ist nur eine Modalität oder Medialität, die wir nutzen und in der wir auch wahrnehmen, wenn wir jetzt schreiben, dann natürlich ikonische und mit grafische Textgestaltung Mittel, wenn wir sprechen, dann ist es Mimik, Gestik, wie wir uns im Raum verhalten. Das heißt, Sprache wirkt immer zusammen mit anderen semiotischen, zeichenhaften Ressourcen und die sind durchaus auch schon länger, glaube ich, auch im Fokus der Linguistik. Ich glaube, auch Martin hat ja gearbeitet zu Text-Bild-Kommunikation. Ich bin hier nur Moderator, ja, das ist so lange her. Und Kollege, daher... Ja, das hat Gerlinde aber auch ganz treffend gesagt, diese Turns auszurufen hat auch noch eine andere Situation oder Funktion, um ein Thema oder ein Claim abzustecken. Als ja, aber es war aber schon eine sehr wichtige, eine wichtige Ergänzung und danke für diese Wortmeldung. Gibt es noch Fragen, Kritik? Nonverbal oder verbal? Ich habe hier eine, ich weiß nicht, wer jetzt zuerst war, der Herr an der... der zweiten Reihe. Also ja, fangen wir. Also.
Na, grundsätzlich möchte ich festhalten, die Sprache ist ja nur ein Sammelbegriff und prinzipiell geht es ja um die Wortwahl. Und man sieht das typisch jetzt bei den Politikern, wie die durch ihre Wortwahl sehr viel Unheil anrichten können. Und man sagt ja nicht umsonst, Worte sind es, die den Menschen charakterisieren, Worte sind es, die Seelen zerfetzen und sie sind eben entweder schlecht oder gut. Und ich habe Bekannte gehabt, da ist er dreisprachig aufgewachsen und sie zweisprachig. Das war vor 30 Jahren. Da haben wir schon über universitären Sektor und über die Bildung gesprochen. Und zum Schluss hat er gesagt, sein größtes Glück war, dass er dreisprachig aufgewachsen ist. Und sie hat gesagt, ihr größtes Pech war, dass sie nur zweisprachig aufgewachsen ist. Damit haben die damals schon eben ausgesagt, wie wichtig eben die Sprache ist. Man muss sie nicht unbedingt beherrschen. Es beherrschen ja auch die Burgtheater-Schauspieler nicht wirklich alle ihr Burgtheater-Deutsch. Danke. Ich schneide so viele verschiedene Themen an. Also das ist ein ganzes Knäuel gewesen. Ich ziehe jetzt mal sozusagen einen Faden heraus. Ich glaube, dass die Wortwahl das ist, was man am leichtesten fassen kann. Aber das, was ich mit der Geschichte mit der Vase zum Beispiel versucht habe zu zeigen, dass wie man die Wörter arrangiert im Satz, das hat auch enorme Wirkung auf die Darstellung und ist also sehr auch der Manipulation auch irgendwie das Tür und Tor geöffnet. Das ist das eine Element. Das zweite ist zur Mehrsprachigkeit. Das wird nach heutiger Sichtweise als ein ganz großes Geschenk, auch wenn es vielen Leuten zufällig passiert, weil im Grunde im Anschluss an das, was Vizerektor Pichler zu Beginn gesagt hat, jede Sprache eröffnet so interessante Perspektiven, andere Sichtweisen auf die Welt und auf andere Kulturen. Das wären einmal zwei Fädchen. Darf ich das Wort weitergeben? Ein weiteres Fädchen für Nadine? Ja, also dem ist jetzt eigentlich nichts zuzufügen. Ihre Bekannten werden wahrscheinlich auch bemerkt haben, dass sich einige Dinge in der einen Sprache besser ausdrücken lassen oder dass sie dann für manche Konzepte in der einen Sprache ihr Wort haben und in der anderen Sprache nur umschrieben werden können und haben das wahrscheinlich auch als Ressource zu schätzen gewusst. Manche Dinge verändern sich auch, wahrscheinlich auch die Vorstellung von Burgtheater Deutsch. Da hat natürlich jemand einer älteren Generation, wo ich mich auch zähle, vielleicht andere Vorstellungen. Das ist ja auch etwas, was sich nicht ändert, sondern es kam gerade, ich weiß nicht, ob Sie noch kennen, Klaus Peimann, der hat ja gerade Revolution gebracht hat als Burgtheater. Dadurch hat sich auch die Sprache dort verändert. Auch natürlich das Burgtheater, eine gewisse Öffnung ist natürlich dann auch verbunden mit einem gewissen Abschied jetzt von vielleicht einer österreichischen Sprachtradition. Das nur als eine kleine Anmerkung nebenbei, aber ich will ja nicht, ich bin, ja. Da ganz kurz ergänzen dürfte. Manchmal ist also in der Bewertung von Sprachwandel ist es ganz hilfreich, wenn man nicht bloß 5 oder 10 Jahre zurückschaut, sondern 2 Generationen überspringt. Und wenn man eine Tonaufnahme von Paula Wessely sich anhört oder einen Sportreporter aus dem Jahre 1952, dann wird man, glaube ich, nicht mehr sagen, mein Gott, wäre das jetzt gut, wenn das jetzt auch noch so ist. Also wenn man sagt immer so, also als Faustregel, Sprachwandel braucht ungefähr eine Generation. Wenn man 2 Generationen zurückgeht, dann wird der Kontrast so stark, dass es ein bisschen leichter fällt, Veränderung zu akzeptieren. Also das wäre, vielleicht gibt es auch nochmal von Paula Wessely die als Sportreporterin, das wäre dann überhaupt der Kolmer. Edi Finger oder Junior. Ja, Edi, genau. Junior. Ja. Gut, also. Schneller verändert als noch vor einer Generation? Ja, ich habe gedacht an Veränderungen, die dann von Dauer sind, die dann ins Lexikon einfließen, dass ganze Wörter verschwinden, dass grammatikalische Features sich ändern. Ja, also unterschiedliche Ebenen der Sprache sind ja unterschiedlich veränderungsanfällig. Der Wortschatz ist das, was am wenigsten immunisiert ist. Und die Grammatik und speziell die sogenannten Funktionswörter, also bis eine Präposition verschwindet oder eine ganze Zeitform, das dauert schon
würde ich sagen, mindestens eine Generation, wenn nicht länger. Aber ich bin keine historische Linguistin, also sollte ich besser nicht dilettieren. Da war rechts hinten schon. Rechts ja, hinten, schon also nein, dort hinten, Entschuldigung. Wann im ja, also gut, bitte dazu. Ein Wort zum Sportreporter und dann meine Frage. Der Unterschied zum heutigen und damaligen Sportreporter ist der, dass der Sportreporter damals im Radio was erzählen hat können, was überhaupt nicht gestimmt hat. Er hat irgendein Topfen gerät, weil er nicht kontrollierbar war. Das war auch notwendig für ihn, damit er so durchgekommen ist, weil er ja immer reden musste. Jetzt meine Frage. Ich war 15 Jahre lang bin ich am Arbeits- und Sozialgericht Beisitzer gewesen, also fachkundiger Laienrichter, wie das heißt, und habe immer die Protokolle vorausgefüllt, wenn man Fahrt war. Ne? Und ich war bei zwei Richterinnen, war ich also zugeteilt, und habe die Protokolle vorausgefüllt. Hört man mich noch? Und, das Justizministerium hat abgedreht. Der Neues. Mit Rechne, ja. Danke. Und diese Formulare, da steht drin, also Vorsitzender, Richter und so weiter, und ich habe das immer ausgebessert auf Richterin. Die Richterinnen wollten das überhaupt nicht. Das war ihnen mörderisch peinlich. Aber ich habe das also gemacht, weil ich Zeit gehabt habe, und irgendwie war mir das recht sympathisch. Ja, weil ich als Beisitzer nur daneben sitzen musste, nicht viel aktiv sein konnte. Jetzt habe ich aber, also ich will damit sagen, ich habe eine ungestörte Beziehung zum Gendern. Ich habe aber ein anderes Problem und jetzt kommt meine Frage. Und es ist ziemlich klar, dass das auch nicht thematisiert wurde hier jetzt, weil es eigentlich ein Tabuthema ist. Die Verpflichtung zum Gendern ist nichts anderes als ein Zensurgesetz. Es ist aber kein Gesetz, das ist noch schlimmer, sondern es wird entsteht ein gesellschaftlicher Druck, dass Menschen, und da, ich kenne meiner Kollegenschaft einige, die gesprächsweise einen Job nicht gekriegt haben, weil sie nicht gegendert haben. Das ist für mich problematisch, beziehungsweise ist die Frage, ob das jetzt, also diese Zensurmaßnahme als solches, wie Sie dazu stehen, wobei ich dazu sage, und dann da gebe ich schon Ruhe, weil da könnte man jetzt wahnsinnig viel darüber Beispielen bringen und so, dass der Zwang zum Gendern ist das Ende der Poesie. Wenn der Dichter nicht mehr dort sitzen darf und ein Gedicht schreiben darf oder auch ein Essay oder was immer, wie er möchte, sondern Angst haben muss, dass kein Verlag das veröffentlicht, weil er nicht geschlechtslos oder gegendert geschrieben hat, dann ist das Ende der Poesie. Ist es so? Ich will eher auch also ein bisschen bremsen. Das ist eines meiner Lieblingsthemen und da müsste man fast eine eigene Diskussion nur diesem Thema widmen. Aber es ist natürlich so, dass manchmal es gibt ja immer wieder also Sprachregelungen, die jetzt nicht nur das Gendern betreffen, sondern auch die Rechtschreibreform oder überhaupt, dass eine bestimmte Art, sagen wir, der Standardsprache irgendwo eingeführt wird und dass eben dort dann nicht mehr der Dialekt gesprochen wird. Also solange es Sprache gegeben hat, gibt es auch irgendwelche Veränderungen, die jetzt aus gewissen politischen Willen entstanden sind und ein gewisses Gegengewicht geschaffen wurde zum spontanen Sprechen. Nur ganz kurz zum Gender, einen persönlichen Eindruck, den ich habe. Es ist, hier merken wir auch einen gewissen Sprachwandel. Es war so, vor vielen Jahren ist es aufgefallen, wenn jemand auf einmal sozusagen gegendert gesprochen hat, dann gibt es sozusagen eine Zwischenphase, wo ich mich auch jetzt noch befinde, das heißt, ich höre genau bewusst, das ist wieder Language Awareness, wenn jemand nie gendert, wenn jemand immer sagt Mitarbeiter und so weiter und es fällt aber genauso auf, wenn jemand noch gendert. Das heißt, wir sind gerade, hier sieht man auch die Sprache in ihrem Wandel und es fällt mir auch jetzt schon leicht, vielleicht haben Sie es gemerkt, dass ich auch versucht habe, dieses
innen mit diesem Knacklaut davor zu sprechen. Das war, ein bisschen muss ich mich auch noch dazu zwingen. Aber es ist noch viel natürlicher als noch vor 5 Jahren. Und in ein paar Jahren wird also kein Buch mehr veröffentlicht werden können, auch kein Poesiebuch mehr, das nicht gegendert ist. Stimmt natürlich nicht. Ich sehe, man muss aufpassen. Also es gibt auch hier gewisse Grenzen, und ich habe auch schon, obwohl ich ein Verfechter des Genderns bin, das betrifft natürlich vor allem jetzt den, also gewisse offizielle Kommunikationsumfelde, Kontexte und ein bisschen, dass ich sage, jede Poesie muss also auch irgendwie gegendert sein. Also das stößt auch an die Grenzen meines Gender-Auftrags irgendwie, da haben Sie irgendwie recht, aber trotzdem verändert sich das, und ich weiß selber, dass ich also vor 5 Jahren anders geredet habe als heute, und das freut mich. Gut, also, aber jetzt, Gerlinde, du bist noch, oder? Ja. Also das sind spannende Themen, und auch was Sie angesprochen haben, ist jetzt eigentlich auch an der Schnittstelle von Linguistik und Sprachwissenschaften, politischem Diskurs, ja, gesellschaftlichen Diskursen, denn hier ist die Sprache quasi der Austragungsort, an dem sich bestimmte politische Strömungen auf unterschiedliche Weise ausdrücken. Ne? Das steckt ja hinter dem Gendern, dem bewussten Gendern, dem Einfordern, das gegendert wird drin, beginnend mit der feministischen Linguistik, die da eingefordert hat, mit der Forderung nach mehr Sichtbarkeit von Frauen. Also es ist eine interessante diskursive Überlagerung. Bevor ich zu dir gebe, noch einen Satz, der mir eingefallen ist, der sich natürlich auch bezieht auf das, was du gesagt hast, dieses How to do things with words. Natürlich schafft das Gendern nicht von vornherein eine bessere Gesellschaft, aber es ist nicht nur die Beschreibung von Realität, sondern wir schaffen natürlich dadurch Realität. Das ist ja auch dann dieser Performativitätsbegriff, der ja nicht nur damals von Austin gegründet wurde, sondern auch, wer das kennt, Judith Butler und so weiter, eingeführt wurde. Das heißt, durch die Verwendung solcher Formen ändert sich schon ein bisschen was an unserer Realität. Also das nur als kleines Verteidigungsargument für das Gender. Das ist aber jetzt endlich Gerlinde. Also, wir haben jetzt noch, ich weiß nicht, eigentlich nur mal eine Minute. Ja. Da beginnt das Zeit ist, im Bild. Es ist tatsächlich so, dass das einmal ein separates Thema wäre. Ja? Also das ist vielleicht, sollte das die nächste Public Lecture unseres Departments werden. Vielleicht ende ich mit einer Frage, sozusagen als eine reflektierenden Frage, die Sie mitnehmen können dann zu dem nicht vorhandenen Buffet draußen, nämlich die Frage, ob Ihnen aufgefallen ist, was Kollegin Thielemann und ich diesbezüglich getan haben, in Bezug auf Gendern. Gemischt. Ja? Wir haben es ein bisschen gemacht, oder ich, also für Nadine möchte ich jetzt nicht hundertprozentig sprechen, aber mir ist es aufgefallen selbst, und ich habe mir gedacht, so, ich lasse das jetzt einmal laufen. Manchmal gegendert, mit Doppelformen, manchmal nur die eine Form, manchmal nur die andere Form. Und im Endeffekt, aber das ist ein Stück weit meine Sprachverliebtheit, wurde ich letztens einmal kritisiert dafür. Im Endeffekt bringe ich es dann nicht übers Herz, dort, wo es fast in Richtung Rhetorik und Poesie geht, wenn es den Fluss eines Satzes komplett zerstört, dann verzichte ich mal drauf, und dafür geht es dann im nächsten oder übernächsten Satz wieder schön gegendert weiter. Ich glaube, dass viel mehr Kompromisse möglich sind, kreative Kompromisse möglich sind, als in irgendwelchen Handbüchern steht. Und das Allerwichtigste ist, dass bei so einer Veranstaltung 2 Professorinnen an einem Podium sitzen. Oder? Also, war das jetzt das Schlusswort sozusagen? Oder ist jetzt noch, es war noch ein, Sie waren auch noch, also eine Frage hier vorne und eine, und das ist dann wirklich die letzte, und nachher stehen wir natürlich auch bis Mitternacht vorne dann zur Verfügung. Ist dort noch? Achso, wer dort hinten zunächst einmal? Okay. Oder ich bin zwar nur zur Hälfte da gewesen, also bei der Hälfte eingestiegen, aber ich fand es generell sehr interessant, wollte mich bedanken. Schaut mich mal gerne. Und dann wollte ich auch noch anmerken, dass die Sprache eben, wie Sie sagen, sehr wichtig ist, und wir
uns in eine Richtung entwickeln, wo die Sprache aber wieder sehr reduziert wird auf Steinzeitgespräche wie I'm gonna grab you by the pussy. Und deswegen sollten also wir uns hier auch überlegen, wie wir die Sprache verwenden und wie wir das dann auch weitergeben an Menschen in unserer Umgebung. Das war schon wieder alles. Danke. Danke, ist auch schon ein Vorschlusswort sozusagen. Auch. Das, aber ja, es endlich. Also. Ja, danke schön. Ich habe auch eine Frage zur Sprachverwendung, Sprachwandel, nämlich den Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache. Da stellen wir ja fest, dass immer mehr Anglizismen verwendet werden. Und es gibt jetzt neuartige Begriffe für Bäckereien wie Back Factory und so ähnliches. Jetzt ist meine Frage, oder mir scheint, dass früher wurden die Wörter von Generation zu Generation übergeben und sie haben sich auch gewandelt, aber es fand hier eine Weiterentwicklung statt und heute haben wir einen Austausch. Sehen Sie da eine Verarmung der deutschen Sprache oder ist das ein Verlust des schöpferischen Anspruches unserer Muttersprache? Bitte, also, ich weiß nicht, eine ganz wertfreie Frage von Ihnen, nicht? Also überhaupt nicht suggestiv. Und, aber ist natürlich, als Anglistin drauf was zu sagen, das ist natürlich ganz, ganz schwierig, weil ich auf der einen Seite besonders voreingenommen bin, weil die englische Sprache ja auch meine Leidenschaft ist. Auf der anderen Seite ist es aus anglistischer Perspektive gar nicht so toll, dass also das so quasi allgemein gut geworden ist. Die Entscheidung, ob Verarmung oder Bereicherung, das ist tatsächlich ein oft persönliches Werturteil. Ja? Die Bedingungen für Sprachwandel sind so vielfältig und eine Bedingung ist halt auch, wenn die aufnehmende Sprache etwas in der, oder wenn die eindringende Sprache irgendwas besonders gut kann. Ja? Also man kann es schon in vielen Fällen auch positiv sehen, aber im Endeffekt ist es ein Werturteil. Und wo schon, ich denke, dass man es funktional sehen muss. Es gibt tatsächlich Anzeichen, die Naturwissenschaften zum Beispiel gehören vorrangig dazu, es gibt Anzeichen, dass in manchen sozialen Domänen das Deutsche tatsächlich seine Kompetenzen verliert. Aber es gibt viele Domänen, wo die Nationalsprachen, zumindest die großen Nationalsprachen in Europa, wo wir ein bisschen Überblick haben, nicht gefährdet sind durchs Englische. Auch in den Ländern nicht, wo es keine, also wo es keine Akademie Française oder sowas gibt. Also ich wäre ein bisschen optimistischer. Es ist in vielen Fällen eine Bereicherung und ich sehe keine Symptome, dass das Deutsche sozusagen den Bach runtergeht. Was sagst du, Nadine? Ja, ich mache mir da jetzt eigentlich auch wenig Sorgen, wobei Martin und ich polemisieren auch immer ein bisschen, weil er dann immer scherzhaft, weiß nicht, wer sagt, ich hätte so eine deskriptive Herangehensweise, also ich interessiere mich für gesprochene Sprache und viele Veränderungen finden ja ihren Ausgangspunkt in gesprochener Sprache. Also von Normen weichen wir am besten oder am ehesten ab, wenn wir uns ungezwungen miteinander unterhalten und vieles, was dann die Regel, die grammatische Regel von morgen ist, war eine diskursive Konvention von heute. Also ein Sprachmuster im mündlichen Gebrauch kann sein, dass es über ein, zwei Generationen dann in der Grammatik in Widerstand findet und quasi zu einer grammatischen Struktur sedimentiert. Insofern, das ist ein ganz normaler Prozess des Sprachwandels, den man, wenn wir jetzt mehr Zeit und Raum hätten, auch an einigen Beispielen relativ ungefährlich zeigen könnten, die Ihnen alle heute aus der Hochsprache, der Schriftsprache geläufig sind und wenn Sie sehen würden, aus was sich das entwickelt hat, würden Sie sagen, oh, das war ja dann vor 200 Jahren der Verfall. Insofern ja, also wie Gerlinde gesagt hat, das ist eine sprachkritische Perspektive, die auch ja, eher das Empfinden aktuell der Sprachnutzer prägt, aber wo man sich, glaube ich, keine Sorgen machen muss. Gerade das Englische, gerade das Englische wird ja auch immer zitiert als eine Sprache, die ja selbst in einer Phase des Lebens beeinflusst wurde von anderen Sprachen, also von romanischen Elementen, gerade auch vom Französischen. Und wir haben ja in vielen Bereichen des englischen Wortschatzes praktisch einen, kann man sagen, einen Doppel- oder Parallelwortschatz mit Wörtern aus
dem romanischen, aus dem romanischen Bereich, und das ist ja auch irgendwie eine Bereicherung. Und wenn ich also heute, ich weiß nicht, so ein Wort, sagen wir natürlich, gibt es Leute, die sich aufregen, wenn jemand chillen sagt zum Beispiel, dann kann man das nicht anders nennen. Es hat dann etwas anderes, also chillen, und ich weiß nicht, was wäre das deutsche Äquivalent, ich will sich ausruhen oder faulen oder auch, wenn man sagt, die Kids, es ist halt was anderes, als wenn man sagt, also weiß nicht, die Kinder, und es ist was anderes, wenn man sagt, die Geschroppen, das hat alles also verschiedene Stellenwerte. Natürlich, andererseits sehe ich schon auch die Gefahr, dass eben, wenn das prinzipiell also in gewissen Kommunikationskontexten die Kompetenz dann wegfällt und alles dann nur mehr also ins Englische übergeht, nicht? Und da gibt es, also, das zitiere ich halt auch manchmal, dass ein Buch eines französischen Sprachwissenschaftlers, der auch etwas übertrieben und etwas kulturpessimistisch ist, aber der hat sein Buch genannt La Pensée Unique, das Einheitsdenken, nicht? Und das ist sozusagen die Gefahr, dass man das, und das Schöne ist ja an der Mehrsprachigkeit, dass wir eben die Welt von verschiedenen Standpunkten aus sehen können, sogar mit unserer eigenen Persönlichkeit, und das ist eigentlich die Verarmung. Die paar Wörter zusätzlich, die aus anderen Sprachen kommen, die können das fast eher bereichern, aber dass wir grundsätzlich bereit sind, Pluralisten zu sein, Pluralistinnen, und eben auch eben sehen, dass die Verwendung mehrerer Sprachen eben einen Erkenntnisgewinn eigentlich bedeutet. Jetzt ich sehe, dass jemand ganz ungeduldig die Hand, ich würde noch die letzte Chance. Also bitte eine kurze Frage, und ich werde nicht darauf antworten, sondern jemand anderen bitten zu antworten, weil ich zu lange spreche. Wie wichtig ist Sprache bzw. Artikulation für persönliches Denken oder das eigene Bewusstsein? Oh, das was meinen Sie mit Artikulation? Weil das Artikulation wird eher so als Lautbildung verwendet. Achso, also sowas wie... Die Wortwahl und Wortwahl, die Worte, ja. Die wir generell verwenden. Und die Menge der Worte, ja, die wir also verwenden. Also die zwei Bereiche sind, und das ist gerade auf universitärem Boden, ja, denke ich mal, ist das enorm wichtig. Wenn man die Sprache nicht bewusst und präzise einsetzen kann, wird man auch nicht präzise argumentieren können. Den Zusammenhang mit dem Denken, da wage ich mich jetzt nicht drauf, weil ich also keine kognitive Linguistin bin und auch keine Psychologin und auch keine Neurologin etc. Aber dass wir jetzt gerade auf akademischem Boden uns der Anstrengung des Begriffs unterziehen müssen und uns sehr gut überlegen müssen, wie wir Gedanken in Worte kleiden, das ist, steht außer Frage. Viel was Profunderes fällt mir vor allem jetzt nach anderthalb Stunden Reden irgendwie nicht mehr ein. Vielleicht ist jemand anderer im Podium dazu noch in der Lage. Ja, ich denke, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ja, ich schließe mich an, und ich hoffe, dass Sie nicht allzu enttäuscht wurden. Es sind keine größeren Katastrophen passiert, außer es ist nichts eingebrochen in diesem Gebäude, nur der kleine. Also das ist schon ein großes. Also ich hoffe, wir haben ein bisschen was Neues auch erfahren und gehen nicht ganz unbefriedigt und unoptimistisch weg, was die Zukunft unserer Sprachen mit Betonung auf dem N betrifft. Ich danke für die Aufmerksamkeit, und wir sehen uns wieder bei der nächsten Public Lecture. Danke den Teilnehmerinnen, danke den Diskutantinnen.